Yari? Yari? Bist du dir sicher, dass du nicht doch was vergessen hast? Der Butters steckt fest. Der fegt noch. Nach der Renovierung. Aber der Aufzug steckt noch fest. Ja, Butters hat heute schon gequittert auch. Während seinen Renovierungsarbeiten. Mit dem Text. Und hier so. Oder man sieht, dass du eben beim Renovieren geholfen hast, Alter. Dein Bizeps ist ja immer noch richtig angespannt. Gib mir mal ein passendes Oberteil hierfür. Yep, ich danke dir. Das ist ein bisschen warm. Nimm mal doch bitte wieder meine Jacke, Bruder. Ich, die Kette behalte ich. Dieses Casino bietet derzeit keine Spieler an. Ja, ich weiß. Zum Moder, ne? Ich weiß, wir müssen uns noch ein ganz kleines bisschen gedulden, ne? Schönen Dank, Frau Lenig. Ihr Sohn hat Hausverbot. Ich sag's nur. Sie wollen sich keine Gedanken machen. Butters? Guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Jimmer. Ich hasse dich. Wofür? Weil du anonyme Anrufe blockierst. Das ist so richtig. Ich hasse dich. Warum? Muss ich das bei dir immer umstellen? Ja. Was machen Sie? Da ist mir das Telefon aus der Hand gerutscht. Ja, Mensch. Was machen Sie? Ich genieße das Leben. Tun wir das nicht jeden Tag? Ja, aber heute ist ein Tag, Luis. Also weißt du, es gibt so Tage, da genießt du einfach das Leben. Und dann gibt es so Tage, da genießt du das Leben so richtig und stellst fest, wie schön das Leben eigentlich ist. Und heute ist ein Tag, wo ich feststelle, wie schön das Leben eigentlich ist. Das hast du vorher eigentlich nicht festgestellt, oder wie? Ja, heute ist es einfach besonders schön. Hau raus, erzähl, was gibt Neues? Ich hab mich den Tag heute ein bisschen nützlich gemacht und ich hab da vielen Leuten viel unter die Arme gegriffen und ich hab tatsächlich, du wirst es kaum glauben, selber mit angepackt. Ich hab Möbel getragen, ich hab sogar einen Besen geschwungen. Du hast gearbeitet. Ich habe Schlösser ausgetauscht. Ich habe Leuten gesagt, wo sie in Zukunft arbeiten müssen. Also ich habe heute den richtigen Arbeitstag hinter mir. Also nicht das, was ich sonst als Arbeitstag betiteln würde, sondern ich habe einen tatsächlichen Arbeitstag hinter mir. Okay. An einem sehr schönen Ort. Und naja, jetzt mache ich gerade so einen Rundgang an diesem schönen Ort und gucke, ob alles sauber ist. Alles an seinem richtigen Platz steht. Ob die Schlösser für die Tür noch anständig funktionieren. Ob die Mitarbeiter gebrieft sind. Wo bist du? An dem schönsten Ort, den man sich überhaupt nur irgendwie vorstellen kann. Wo du bist? Komm mal zum Casino. Welches Casino? Ein Jahr voll Schlohhypno. Das Casino bei dem Schusellerhof in der Nähe. Was machst du in einem Casino? Da habe ich dir doch gerade erklärt, was ich da mache. Da schleife ich dich gleich an beiden Ohren wieder raus. Los, ich bin nicht zum Spielen hier. Wie viel Geld hast du dabei? $19,748. Und warte mal, in der Tasche, jetzt ein Kleingeld, 70 Cent. Na komm rein, ich glaube, du bist tatsächlich der Erste. Ah, es funktioniert Hallo. Ja doch. Ja. Gerade eben wollten die Tür mich nicht, also wollten mich reinlassen. Ich hab gedacht, ich hab ein falsches Schloss eingebaut. Schick hier. Oder? Ja. Ich hab 30.000 dabei, wo kann ich spielen? Noch gar nicht, Alter. Wir haben heute den ganzen Tag Möbel geschleppt, Leute eingewiesen und ich weiß nicht was. Er hat den ganzen verfickten Tag gedauert. Die sind noch nicht richtig gebrieft. Also die ist schon gebrieft, die weiß schon, was sie machen muss. Aber... Du hast heute ehrenamtlich hier geholfen. Ganz uneigennützig. Wie viele Jetons kriegst du umsonst? Ganz uneigennützig. Natürlich. Vielleicht auch... Nein, ganz uneigennützig. Komm mit. Aha. Aha. Los, sag. Uneigennützig. Sag. Hier sehe ich mich. Wie hätte ich ohne den Schlüssel hier für die Stühle und so hier hinstellen sollen? Ja, ich meine... Hier sind ja bestimmt dann heute auch mindestens 100 Leute rumgelaufen, die irgendwas getan hätten. Und wenn dann hier irgendwelche Leute gewesen wären, die was zu sagen hätten, dann ständen die Türen noch mit Sicherheit alle offen, aber
ich sehe jetzt hier keinen mehr rumlaufen, der hier irgendwie am Arbeiten ist, außer die Leute an den Tischen und du bist der Einzige, der hier mit Schlüssel rumläuft. Nee, also. Die anderen habe ich auch in den Feierabend geschickt. Ach, du hast die in den Feierabend geschickt, als Ehrenamtstempel? Ah, ja. Bekannt. Wenn du von der Bar was klaust, schmeiß ich dich raus. Beobachtet ihr mich? Ich klau nichts. Aha. Ich habe gesehen, wie du hier auf die Brüste gestarrt hast. Das ist deine Lüge. Ich habe nur das gesagt, ist überhaupt hallo, junge gar Frau. Keine Lüge. Ja, und du hast hier auf die Brüste gestarrt. Ich habe das genau Wo gesehen. Wo seid ihr? Ihr beobachtet so. Mich. Ich habe Angst. Du brauchst doch nicht so von links nach rechts laufen die ganze Zeit, oder? Doch, war ich aber. Alter, Antares, die beobachten uns mit Videokamera oder so. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe den Butlers am Telefon. Der hat gesagt, ich soll... Hör auf, mit dem Finger in alle Richtungen zu zeigen. Der sieht das gerade. Ich komme mir vor wie bei Big Brother oder so. Kasper kommt sich vor wie bei Big Brother. Der weiß nicht, wo wir sind. Moment, sieht der uns nicht? Nein, der sieht uns nicht. Nee, oh. Ich sehe euch halt wirklich nicht. Wo seid ihr das denn? Das ist verspiegeltes Glas. Wo? Der kann uns nicht sehen. Also wir können ihn sehen, aber er kann uns nicht sehen. Das Glas wo? Ist von außen verspiegelt. Tarius, verspiegeltes Glas irgendwo. Und jetzt guck über das Glücksrad drüber. Über das Glücksrad drüber, da sind Kameras. Ja, das sind auch Fensterscheiben. Ach, da oben? Mhm. Was mache ich jetzt? Mittelfinger zeigen. Okay, scheiße, das stimmt. Kann ich da auch mal hinkommen? Auf keinen Fall. Ich will jetzt hier zocken, geschlossen. Helf mal anpacken. So, ich wünsche dir was, Kasper. Ja, man sieht sich vielleicht irgendwann. Dann bist du. Was? Hallo. Macht ihr? Ja, wir haben gesagt, da muss irgendwas Schönes hin zum Angucken. Und dann dachten wir gehen mal da rein. Was? Schön. Ich habe eventuell den Typen da ein bisschen leer gemacht, so, ne? Der verkauft keine Chips mehr. Nee, die ist ein bisschen ausverkauft. Willst du einen Chiton haben? Der wird nein. Auch nicht verkauft. Für eine Million Dollar. Verkauft. Louis, was? Warum? Warum bist du so? Warte, das oben ist ein Klingelschild von dir, aber ich habe da eben schon Sturm geklingelt. Aber hast nicht aufgemacht. Wo? Ja, oben. An deinem Penthouse. An deinem Penthouse. Ich hab Sturm geklingelt. Ganz uneigennützig! Ha! Ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter, Luis. Ja, ganz uneigennützig. Ha! Ich will auch Ehrenamt. Das Typ. SPLS Immobilien, Luxusimmobilien verkauft, weißt du doch. Komm mal rauf. Mach auf jetzt. Ich bin auch neugierig. Oh, warte mal. Warum die Kiste? Ich muss das Klingelschild ändern. Penthouse. Das ist doch ein Brief eingeworfen. Okay. Ja, moin. Alter, was ist das denn für ein... Ist das boah, eine Liebesschaukel, guck mal. Liebesschaukel. Da kannst du die alte... Boah. warum? Ich frag besser nicht. Hier sind überall Tücher. Ja. Wer bist du hier für? Ja. Boah, das... boah, Alter. Guck mal hier. Da ist wieder ein Spiegel von mir. Boah. Ich glaube, ich verkaufe mein Haus wieder. Ja, moin! Oh. Eine eigene Bar im Penthouse? Yep. Das ist die teuerste Immobilie, die du irgendwie kaufen kannst. Ja, nice. Kasper, also ich finde, Penthouse, das schon, kaufen? Es hätte schon ein bisschen luxuriöser sein können, ne? Irgendwie schon. Kasper, willst du kaufen? Nee, danke. Hast du den Spa-Bereich gesehen? Ich habe gerade, glaube ich, alles gesehen. Da ist sogar ein Kino. Da kann man sogar einfach Pipi an der Wand machen. Du hast nicht ins Kino gepisst, oder? Nee, da hinten, wo Wasser an der Wand drunter läuft. Hier, guck. Also, man könnte es schon als Kino verkaufen. Das ist doch kein Kino. Ja. Mal, da guckt man sich Sachen an wie... Guck mal, das, der Fernseher ist so groß wie ein ganzer Panto. Ja, der geht größer. Echt mal? Ich glaube, so groß steht der auch da unten im Autohaus. Du weißt doch, ich bin neugierig. Ja, aber der Raum ist geheim. Ja, aber ich bin neugierig. Hallo, Alessio. Hola. Wo bist du? Unten, ich stehe vor die Casino. Ja, wir kommen runter. Oh, ein Umschlag. Warte hier an die Eingang. Lass den Umschlag da liegen. Der Raum ist geheim. Lass die Tür auf. Alessio. Grüß dich, ja. Alessio. Wie geht es euch? Ah, nee, wir müssen das anders machen. Warte, ich stell mich weiter weg. Okay, ich bin jetzt schon geflasht, ne? Von diesem tolle Eingangsbereich. Abend. Was? Nochmal? Ich hab nicht verstanden. Ah, wir haben eben einfach eine interessante Begegnung der dritten Art. Du kennst das ja. Nee. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag. Sie wünschen? Ja, wir wollten nur mal gucken, wem diese Residenz gehört. Was glaubt ihr, wem das Penthouse gehört? Ja, Ihnen, was sei Ihnen? Oh, ich weiß eigentlich, weil er da rauskommt. Wow, was ein Eingang. Boah, das ist so ein Krass. What the fuck? Ja, schön. Es ist okay. What the fuck? Jetzt haben wir... Ah, alle sind nur den begeisterten Menschen mit an. Wer klingelt denn jetzt wieder? Ignorieren einfach. Das war's ja nicht Mohammed, der Autist. Wow, könnt ihr Haare schneiden? What the fuck? Kann einer von euch Haare schneiden? Leider nicht. Nee. Leider nicht. Aber da gibt's ja eine Frau auf Quitter, die schneidet Haare. Ach, du Scheiße, wie sieht das hier aus? Ich will, dass sie meine Haare hier schneidet, während ich meine Erholphase habe, und die Wasser runterläuft. Ich sag mal, ob der irgendwo in der Nummer hat. Kannst das doch nicht. Na, der packt meine Haare nicht hier. Ins Besprechungszimmer. Jetzt haben wir ins Besprechungszimmer. Ja. Oh, Wasserhahn. Was denn? Schon mal was von Rasieren gehört? Ja. Warum siehst du aus, als ob du in dem Dschungel wohnen würdest? Ja, also ich glaube, Alter. Deine Brust hat sich in den Urwald verlaufen. Das liegt daran, dass du mit aus Osmania kommt. Ja. Guck dir erstmal den Rücken an. Dreh mal um. Setz dich mal auf den Friseurstuhl. Sieh. Mit Hammer kommt aus Osmania, nein, das Normale. Jetzt bleib hier. Erst okay. Gibt's echt eine Friseuse auf Kötter? Und ihr habt den heute noch. 150.000 Dollar jetzt. Natürlich, klar. Ich werde Amahat umbringen. Wieso? Und es klingelt. Vielleicht ist er das. Dann kannst du den ja so, jetzt gleich warte umbringen. Mal. Ich nehme mal aus euren Klamotten eure Quäblitz raus. Also an. Lingling. Danke. Alessio. Sie, danke. Louis, fang! Ui. Einmal bitte Quitter von Amahat aufmachen. Er hat sie doch nicht mehr alle, oder? Ja, das war ja klar. Und der Kroll auch wieder ganz vorne mit dabei, ne? Weil sonst sind die nachher wieder in die Urlaub oder so. Genau. Also, wir ziehen uns mal an. Wir sollten mal gerade runter. Ich will gucken, was da unten abgeht und ob Amahat noch einen Diamanten im Arsch hat. Steinfeld. Ja, alles klar. Sie, guten Abend, was geht? Eventuell sollten wir als erster rausgehen mit Hammer. Eventuell solltet ihr euch als erster den Handtuch nehmen. Da sind nur drei. Zum Casino? Natürlich. So. Sie. Da. Ja, das war ein Teil. Mirror Park. Ja, ich mach das. Mirror Park. No, jetzt machst du nicht mehr bei dir, ja, ich mach das. Mach dann bei dir so Rücken. Neben die Rocker. Danke. So, Benedikt, komm, ich mach bei dir. Oh, die Casino war. So. Hier, einmal deine Glatze. Die hat 100 Jahre zu. Und dein Lücken. Neben die Rocker. Nein, ich geh vor eine richtige Casino. Komm hier mal hin, bis sie gleich. Ich hab Dinge gesehen, die wollte ich nie sehen. Ich dachte, was war das für eine Maske? Was, du hast sie gesehen? Die haben sich gerade gegenseitig abgedruckt. Oh. So, wie genannt, erstmal los. Bis gleich. Ja. Wir gehen als erster dann, ne? Was geht ab, Lieblingsmutter? Oh, hier ist keiner mehr. Ne, ist das niemand da? Nö, ne, dann lass uns mal nach draußen. Ja. Steinfeld kommt ja sowieso. Oi.